Hallo da draußen und herzlich willkommen auf Mazes Clash Channel. Ohne lange zu fackeln, fangen wir heute gleich mal mit der Episode an. Und zwar steht heute Go Hog auf dem Programm. Das heißt, Golems und Schweinereiter. Und die Taktik ist besonders auf Rathaus 8 und auch auf Rathaus 9. Ja, ziemlich gut, würde ich sagen. Und wir steigen einfach mal ein mit einem Angriff von Mattes dem Löwen. Der hat in einem Clankrieg letzten gegen wieder mal diese Koreaner auf die Nummer 14 angegriffen. Und schöne 3 Sterne geholt. Und wir überprüfen jetzt mal, was der in seinem Angriff so genau macht. Wir sehen hier schon, er ist mit Golems von rechts reingegangen. Er hat 2 Golems benutzt und hat relativ viele Magier hinterhergeschickt, um praktisch die Gebäude zu cleanen. Genauso wie König und Königin. Das Ziel ist es dabei, dass er die gegnerische Königin besiegt und auch die Clanburg lockt. Und vielleicht auch den ein oder anderen X-Bau oder schwierige Verteidigungen mitnimmt. Mit Schweinen fängt er dann von unten an zu cleanen. Und die Heilzauber sind sehr, sehr wichtig, da die Schweine besonders gegen Bomben anfällig sind. Und er versucht praktisch vorherzusehen, wo denn die Bomben liegen könnten. Oben sehen wir jetzt schon, eine Bombe hat die Schweine erfasst, aber da genau da eben der Heilzauber drüber liegt, überleben die Schweine und sind sofort wieder auf maximalen Lebenspunkten. Er hat jetzt praktisch dann von oben noch Schweine reingeschickt und die Schweine verbünden sich jetzt auf der linken Seite. Eine weitere Riesenbombe verpufft wirkungslos, da der Heilzauber wirklich perfekt geworfen ist und sowohl die oberen Schweine als auch die unteren Schweine erreicht. Und der Rest ist eigentlich nur noch Aufräumarbeiten. Es sind noch Golems da, seine Königin hat auch überlebt, die jetzt gerade am Rathaus arbeitet. Die Schweine sind auch noch ein paar wenige da, die fangen jetzt auch an, die restlichen umstehenden Gebäude zu räumen. Und ein paar Bogies von der Bogenschützenkönigin sind auch noch da. Und dann speeden wir hier etwas vorwärts und sehen, wie die letzten paar Gebäude auch noch mit abgeräumt werden. Und so hat Mattes wirklich schöne 3 Sterne rausgeholt. Mit 2 Golems und 14 Magiern, das waren relativ viele Magier im Vergleich zu dem jetzigen Angriff von Harmonte auf die Nummer 5. Der geht nämlich mit 3 Golems los und mit etwas weniger Magiern. Bei ihm setzt er die Magier nur ein, um praktisch die äußeren Gebäude zu cleanen, damit König und Königin wirklich in die Mitte reinlaufen und den Golems hinterherlaufen. Da sehen wir auch, da kommen König und Königin. Rechts und links, wirklich wichtig, sind jetzt die Gebäude weg von den paar wenigen Magiern und König und Königin können wirklich schön in die Mitte reinlaufen. Der Sprungzauber öffnet dann den Platz für König und Königin, damit die zur gegnerischen Clanburg hinkommen bzw. zur gegnerischen Königin. Die aber in diesem Fall sowieso über die Mauer springt. Also immer wenn die Königin direkt hinter einer Mauer steht, wird sie über diese Mauer drüber springen. Da sehen wir jetzt, die Clanburg kommt raus, der König wird gezündet und ein Giftzauber verlangsamt die gegnerische Clanburg. Und während die ganzen Truppen von Harmonte noch die gegnerischen Truppen ablenken und die Verteidigungen ablenken, schickt er von links unten einen ganzen Schwall seiner Schweine. Das waren jetzt über 20 Schweine, die sich dann im Uhrzeigersinn praktisch ihren Weg durch die Base bahnen. Da wurde gerade ein X-Bau schon auseinandergenommen. Der Heilzauber hält alle wach und sie in einer schieren Masse drehen sie praktisch hier ihre Runden. Ein paar gehen hier fliegen, aber das macht in dieser Masse überhaupt kein Problem. Und auch der König ist definitiv der weniger gefährliche Held. Die Königin, die ja schon von Harmontas König und Königin auseinandergenommen wurde, ist da deutlich gefährlicher, da wenn die hinter einer Mauer steht, kann sie auf die Schweine zielen und die Schweine haben überhaupt keine Chance, sie zu bekommen. Eine letzte Bombe hier verpufft auch noch wirkungslos. Die Schweine sind zwar alle geschwächt, aber der Heilzauber hat sie dennoch relativ beisammen gehalten, dass sie noch ihre Runden drehen können. Diesmal gegen den Uhrzeigersinn und etwas schwierig ist es jetzt, da alle zusammen sind in einem Haufen. Sie laufen alle gegen den Uhrzeigersinn und es wird wirklich, wirklich knapp für Harmonte. Hier sind noch so viele Schweine übrig, aber die letzten 2 Gebäude stehen noch. Eine dunkle Kaserne und das Goldlager, das jetzt gefallen ist und da läuft die Zeit aus. Die Hälfte der Lebenspunkte verbleiben noch bei der dunklen Kaserne und das ist wirklich sehr, sehr schade, da ein Bogie auf der anderen Seite hätte es praktisch noch reißen können und dann wären es 3 Sterne geworden. Sehr, sehr schade dieser Angriff, aber trotzdem wirklich, wirklich gut gemacht. Da sind wir auch schon beim letzten Angriff, das ist ein Aufräumangriff von Mattes. Hier sehen wir auch schon, er wusste auch schon, wo eine der Bomben liegt, da hat wohl vorher schon einer angegriffen. Da hat er einen Barbaren gesetzt.
der diese Bombe zum Explodieren hat bringen lassen. Und er geht wieder mal von rechts mit Golems rein. Die Golems tanken und wir sehen auch schon, da vorne steht schon die Königin. Die ist nämlich das primäre Ziel. Und dann natürlich die Clanburg, die etwas in der Mitte gelegen ist. Die Magier räumen außen die freistehenden Gebäude weg. König und Königin laufen rein und wieder mal der Sprungzauber, der den Weg frei macht für die ganzen Truppen. Also Standardkombinationen sind meistens so ein Sprungzauber und drei Heilzauber. Das verteilt sich dann auch relativ gut auf die gegnerische Rathaus 9 Basis. Der König und die Golems laufen vor und tanken und die Königin und ein paar Magier, die zerstören dann die gegnerische Clanburg. Hier kommen die ganzen Schweine von oben und ein erster Heilzauber wird gesetzt, um die Schweine natürlich am Leben zu halten. Der X-Bau fällt und die Schweine sind alle zusammen in einer Gruppe auf dem Weg um die Base gegen den Uhrzeigersinn herum. Der Heilzauber hält sie wach und hier kommt nochmal ein zweiter Heilzauber, der genau auf eine der Bomben gesetzt wurde, damit die Schweine praktisch von dieser Bombe nicht besiegt werden. Und dann darf auch mal so eine kleine Überlappung da sein. Da ja noch genügend Schweine übrig sind, die den Rest noch cleanen können, ist es eher wichtig, dass praktisch die Schweine vor den Bomben geschützt werden, als dass sie wirklich permanent in den Heilringen drin sind. Was auch schön ist, hier haben wir gesehen, er hat von unten Mauerbrecher geschickt, da er gewusst hat, dass unten auch noch Bomben liegen. Und diese Mauerbrecher haben eine dieser Bomben unten noch zerstört. Sehr, sehr kluger und taktischer Schachzug, der ihm da vielleicht sogar die drei Sterne noch gerettet hat. Und da ist es wirklich auch nur noch Aufräumarbeit für die restlichen Schweine. Empfehlen würde ich GoHawk ab Schweine Level 5. Schweine Level 4 geht auch, aber da muss der Gegner etwas schwächer sein. So vielleicht eher Anfang Rathaus 9. Das war's auch schon wieder mit der Episode. Ich hoffe mal, es hat euch gefallen. Ich möchte jetzt nochmal mich kurz, ganz kurz bedanken bei einem unserer Clan-Mitglieder, bei Quirin, der sich nämlich wirklich sehr rege um meine ganzen Thumbnails, um mein Profilbild, um mein Titelbild kümmert. Und ich danke ihm hier einfach mal dafür, dass er sich wirklich so ins Zeug legt. Und euch wünsche ich viel Spaß auf meinem Channel und freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Bis dahin, ciao, ciao.